Hallo ihr Lieben, wir haben uns lange überlegt, wie wir uns für eure tolle Unterstützung bedanken können. Und wir haben uns einfach gedacht, wir lesen euch einfach Weihnachtsgedichte oder Geschichten vor. Und ich fange jetzt an mit einem Weihnachtsgedicht, die Hundeweihnacht. Es heißt, dass in der heiligen Nacht mit ihrem Glanz und ihrer Pracht ein jedes Tierlein sprechen kann. Gut zu verstehen für jedermann. Doch gilt das nur für eine Stunde und selbstverständlich auch für Hunde. So habe ich schnell mal aufgebellt, was mir an Weihnachten gefällt. Wenn abends aufhört all das Rennen und schon die ersten Lichtlein brennen, die Menschen gehen, so ist der Brauch, zur Mette in die Kirche auch. Und lassen mich so ganz allein. Ich frage mich, fällt mir da nichts ein? Zuerst mal wird ganz mitbedacht, am Zweiglein knabbern, Äste beißen, die bunten Kugeln runterreißen. Lametta, Kerzen, alles fliegt. Und Frauchen hat nichts mitgekriegt. Nun zu den Päckchen. Gut verschnürt, mit einem Schleifchen schön verziert. Ein wenig Neugier, nicht verboten. Ich stoß mal dran mit meinen Pfoten. Nur weiß ich so, was für ein Mist, noch immer nicht, was daran ist. Ich muss besonders bei den Schleifen zu anderen Methoden greifen. Ich ziehe und zerre fest daran, bis sie entzwei sind irgendwann. Papier, das ist schnell abgerissen, ganz kurz in den Karton gebissen. Was kommt denn da nur draus hervor? Kein Hundeknochen, Rinderohr, ein Ding, mit dem man dann und wann so bunte Bilder machen kann, um sie ins Internet zu stellen. Ich könnte glatt vor Freude bellen. Und im Display besonders schön ist jetzt ein Zahnabdruck zu sehen. Ein Päckchen, ach, wie ist das lieb, drauf jemand Frauchens Namen schrieb. Hat's mir besonders angetan. Schau's mir mal an und schnuppre dann. Es riecht ja kaum. Da fällt mir ein, dann kann es keine Fleischwurst sein. Ich kaue mal ein bisschen drauf. Da geht es gleich von selber auf. Was finde ich? Was ganz was Feines. Ein Kätzchen, fast so schön wie meines. Mit lauter Kügelchen daran. Kurz drauf gebissen. Knack, und dann durchs ganze Zimmer rollen sie. So schön war Weihnachten noch nie. Doch fehlt ganz wichtig, wie ich meine, zu meinem Halsband auch die Leine. Die find ich noch, verlasst euch drauf. Dann mache ich eben alles auf. So muss ein Päckchen nach dem anderen durch meinen großen Reißwolf wandern. Krawatten, Socken, Taschentuch. Von Telefon bis Märchenbuch wird alles kurzerhand zerrissen. Und wenn's nicht geht, auch ganz zerbissen. Es bleiben nur noch kleine Reste. Ich liebe solche schönen Feste. Nun bin ich müde. Ist's ein Wunder? Die ganze Stube voller Plunder. So leg ich mich ein Weilchen nieder. Die Menschen kommen auch gleich wieder, um die Bescherung zu genießen. Und einen schönen Tag wie diesen. So kann man auch mit kleinen Dingen uns Hunden große Freude bringen. Es hat in dieser Wundernacht das Christkind auch an mich gedacht. Wir wünschen euch eine ganz tolle, besinnliche Weihnachtszeit und verbleiben Dodi, der Weihnachtsmann, Promik, der Elch, Bob, der Weihnachtself und natürlich ich, die Bettina, die Pflegemama. Tschüss!